gerade in Zeiten der Krise ist 1 Million neue Jobs ein realistisches Ziel. Wir haben mal angefangen mit Umwelttechnologie, erneuerbarer Energie, mit ökologischem Landbau und jetzt soll es weitergehen mit dem Thema Auto, mit der chemischen Industrie, mit dem Maschinenbau. Nur das ist realistisch, wenn wir eine Neuausrichtung in diesen Industriebereichen hinkriegen. Wir müssen investieren in Klima, in soziale Gerechtigkeit und in Bildung. Wir wollen zum Beispiel 185.000 neue Erzieher, Lehrerinnen und Lehrern und Professorinnen durch Investitionen in Bildung einstellen. Wir wollen im Bereich Gebäudesanierung, erneuerbare Energien 400.000 hochqualifizierte neue Jobs schaffen. Und wir sind sicher, dass, wenn man sich Mühe gibt mit Prävention, Gesundheit und Pflege, 150.000 zusätzliche Jobs entstehen können. Und schließlich durch eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener wollen wir über 200.000 Menschen in den nächsten 4 Jahren aus der Schwarzarbeit rausholen. Wir dürfen jetzt nicht einfach nur Schulden machen und nachher mal sehen, wie die Kinder von heute diese Schulden abzahlen. Wer heute geboren wird, hat schon qua Geburt 19.900 Euro Schulden. Die beste Strategie ist also, Geld gezielt zu investieren, um etwas Neues zu bauen. Also statt einer Abwrackprämie für noch fahrtaugliche Autos, mit denen man mittelmäßige Autos kauft, die schon längst produziert sind mit alter Technologie, wäre es doch besser, zum Beispiel ein Programm zu machen für mehr Elektrofahrzeuge, damit wir einen Marktanreiz haben, die auch zu produzieren und in der Praxis zu testen. Besser Geld zu investieren in eine energetische Gebäudesanierung, denken wir an die öffentlichen Gebäude, an die vielen Wohnungsbaugesellschaften, wo Geringverdiener leben, besser die jetzt energetisch zu sanieren, spart den Mieter am Ende Kosten und gibt neue Jobs für die chemische Industrie. Also es muss ein doppelter Nutzen draus werden, nicht nur Schulden. Man muss aus der Krise neu aufgestellt wieder rauskommen. Wir machen das Konzept, was international nach grünem Vorbild gemacht wird. Sie müssen sich mal klar machen, China investiert 40% seines Konjunkturprogramms in ökologische Erneuerung. Südkorea sogar 80%. Alle lernen von den Grünen, nur die große Koalition nicht. Deswegen glauben wir, unser Konzept 1 Million Jobs durch Investitionen in Klima, Bildung und Gerechtigkeit ist das einzig Vorwärtstreibende.